Warum wollte man dich nach Spanien bringen? Weil meine Mutter mich angeblich psychisch krank macht. Naja, ist das so? Nein. Und warum sagt man das eigentlich? Weil das Jugendamt einen Grund braucht, um mich irgendwo anders hinzubringen. Wenn deine Mutter nicht so viel kämpfen würde, glaubst du, dass man dich jetzt nach Spanien gebracht hätte oder bringen würde, was sie vorhatten? Ich glaube, das Jugendamt will, dass meine Mutter komplett aufhört zu kämpfen und die mit mir machen können, was sie wollen. Also, du glaubst, dass das Jugendamt darauf wartet, dass deine Mutter aufgibt, ja? Okay, gut. Man hat dir überall Hilfe angeboten. Im Jugendamt, bei der Caritas, im Heim. Das war aber keine Hilfe. Das war keine Keine Hilfe? Hilfe. Was war das? Streit. Streit, Kontrolle. Ja. Gut, also wir verstehen natürlich Hilfe ein bisschen anders und vor allem Kinderrechte ein bisschen anders scheinbar als in der Bundesrepublik Deutschland. Was können erwachsene Menschen für dich tun? Was möchtest du haben? Dass also Geschichten, die passieren mit Kindern, in die Öffentlichkeit kommen und endlich mal das Jugendamt in Deutschland wegkommt und alle Kinder ein richtiges Zuhause haben. Manche Kinder zum Beispiel wollen auch gar nicht bei den Eltern wohnen, da sollte es ein vernünftiges Heim geben. Aber nicht so was, wie das im Moment ist in Deutschland. So, und in einem Fall allgemein, also ganz persönlich, in einem Fall, was möchtest du erreichen für dich selbst? Was könnten vernünftige Leute, Menschen für dich tun? Wie können sie, diese Leute dir helfen? Für dich persönlich? Die weiß ich selbst nicht so genau, aber ich möchte auf jeden Fall nach Hause. Du möchtest nach Hause. Möchtest du nicht nach Spanien? Nee. Ne? Nee. Möchtest du auch nicht mehr in Heim bleiben? Nee. Ne? Das heißt, deine Mutter kümmert sich um dich, oder? Ja. Mich wurde doch immer gefragt, ja, wohin willst du zu meiner Mutter? Dann wurde ich wieder gefragt, ja, wie wär's Pflegefamilie? Nee, zu meiner Mutter. In ein Heim. Nein, zu meiner Mutter. Immer hieß es zu meiner Mutter. Warst du schon im Gericht? Beim Gericht? Du als Kind? Ich war selbst noch nicht dabei, aber es gab schon viele Verhandlungen in meinem Leben. Aber du warst noch nie dabei. Das heißt, ein Richter hat dich im Grunde genommen noch nie angehört, richtig? Doch, aber vor der Verhandlung. Vor der Verhandlung Ja. hat er mit dir gesprochen. Ja. Was hat er dich gefragt? Er hat mich gefragt, wohin ich will, wie viel Kontakt ich haben will. Ich meinte, ich will gar keinen Kontakt, ich will einfach nur zu meiner Mutter. Also, du hast dem Richter gesagt, ich möchte zu meiner Mutter. Und was ist dabei herausgekommen, letztendlich? Eine Kontaktsperre und Entzug vom Sorgerecht. Naja. Okay. Und warum ist das so, deiner Meinung nach? Du sagst hier, ich möchte zu meiner Mutter und deine Mutter sagt wahrscheinlich dem Richter, ich möchte mein Kind bei mir haben. Und warum kommt dabei eine Kontaktsperre? Was ist der Grund? Keine Ahnung. Vielleicht, weil das Jugendamt versucht hat, dass ich irgendwie sage, ich will in ein Heim oder in eine Pflegefamilie, weil ich da keine Lust mehr drauf habe und dass die Entscheidung schon viel länger feststand schon. Welche Entscheidung? Dass ich nach irgendwo ins Ausland komme und meiner Mutter das Sorgerecht weggenommen wird. Glaubst du, die haben bereits entschieden im Rücken deiner Mutter, dass du irgendwann in eine Pflegefamilie kommst? Ist das das, was du sagst? Ist das anderen passiert, weißt du das? Genau weiß ich das Genau, nicht. weißt du das nicht, ja. Aber du hast auch mir erzählt, dass irgendwie so eine Lehrerin dich haben wollte. Ja, die Frau Katrin Diering, das war meine alte Schulleiterin. Da war ich bei der Sonja Massonek in der Pflegefamilie, da ging ich auf die Altener Realschule. Und die hat alles, also sie hat immer versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Das ist im Endeffekt meine Mathelehrerin geworden. Und die wusste halt die ganze Geschichte, was mit mir passiert. Und die wollte mich dann auch schon halt auch nehmen, aber das ging nicht. Und wie hat sie das gemacht, um dich aufnehmen zu wollen? Was hat sie dir gesagt? Die hat immer gesagt, ja, ich versuche alles, dass du zu deiner Mutter kommst oder du kommst zu mir, um dann Oder zu du kommst bleiben. zu mir. Aber da ist nie was draus geworden, Hat glaube ich. sie mit dem Jugendamt gesprochen, die Lehrerin? Und ich glaube, die hat mal auch ein Gespräch. Naja. Also nochmal, letzte Frage zum Schluss. Es gibt Menschen, die werden dir helfen. Du weißt, wir sind dabei im Europäischen Parlament, vor allem in der Europäischen Union.
zu erklären, also der Europäische Union und der internationalen Presse zu erklären, was eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland heute passiert mit Kindern, mit Eltern. Und deswegen wollen wir auch, dass dein Fall als Beweis für viele, 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 viele Tausenden, Zehntausenden, vielleicht Hunderttausend anderen Kindern ins Internet kommt. Nun für dich nochmal, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen und ja, warum bist du jetzt irgendwie ins Ausland gekommen? Warum bist du zu uns nach Brüssel gekommen? Damit ich wieder nach Hause komme und alle anderen Kindern auch das bekommen, was gut für sie ist. Das heißt, nach Hause kommen. Du möchtest nach Hause kommen, ja? Ich auf jeden Fall.